So, wir haben bei dem Bagger jetzt hier vorher das Problem, die Kette ist ab und jetzt müssen wir die Kette wieder montieren. Das machen wir, indem wir, man kann jetzt hier zum Beispiel eine Nuss nehmen. In dem Fall bei dem Yanmar Bagger hier ist es eine 17er Nuss. Wir drehen hier die Klappe auf, das haben wir schon vorbereitet. Drehen die beiden Schrauben los. Jetzt kommt man ans Ventil, wo man die Kette mit spannt bzw. entlastet. Wieder die Knarre mit Verlängerung, eine 27er Nuss montieren. Jetzt kann es sein, das Ventil sitzt hier, das ist diese Schraube. Hier in der Mitte ist noch ein Schmiernippel drin, der jetzt verdreckt ist. Das muss man alles schön sauber machen, bevor man es montiert. Das kann manchmal sein, dass der so hoch steht. So kommt man natürlich nicht mit der Nuss dran. Da muss man den mit einem Schraubenzieher oder jetzt, ich habe jetzt hier einen Montierhebel, dreht man sich den so runter, dass man gescheit drankommt. Dann dreht man das los. Jetzt entspannt sich die Kette. Merkt man meistens, weil jetzt hier Fett kommt. Ich mache das eigentlich immer so, ich drehe dieses Ventil komplett raus, weil man es danach sowieso noch säubern muss. Zeigen wir aber gleich. Ich lege es nur einmal hier kurz hin. Als nächstes muss man den Bagger hochbucken. Man kann das jetzt in dem Fall machen, dass man das Schild runter macht und die Schippe runter und der Bagger dann in der Luft ist. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man schwenkt den Arm jetzt, ich sag mal, hier in die Richtung, wo ich stehe und bockt den nur eine Seite hoch. Wichtig ist beim Hochbocken, man muss immer die Standsicherheit gewähren. Nicht, dass der Bagger bei der Aktion hier umkippt. Das war die eine Möglichkeit, den Bagger hochzubocken. Die andere Möglichkeit ist diese. Jetzt wird er hochgebockt und jetzt sieht man ja auch, dass die Kette schon entlastet ist. Damit man das vollständig entlastet, muss man an der Seite, wo nicht das Zahnrad ist, da vorne haben wir ja die Zähne am Rad, an dieser Seite, wo das Leitrad ist, wenn man hier ein bisschen gegendreht, sieht man eigentlich hier, dass hier Fett rauskommt. Dadurch wird der Bagger entlastet oder die Kettenspannung komplett entlastet. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt die Kette einfach nur noch auflegen. Ich mache das am liebsten mit so einer Brechstange. Man setzt die Brechstange hier an. Tritt hier einfach runter. Und warte mal, ich übernehme einmal wieder. Jetzt geht der Kollege kurz im Bagger und fährt mit dem ganz normalen Fahrantrieb. Und so kommt, dass die Kette wieder drauf geht. Ich hoffe, jetzt kriegen wir so hin bei dem Video. Andersrum. So, Glanzparade, Kette ist drauf. Man sieht es auch hier. Die Kette ist wieder da, wo sie eigentlich laufen soll. So, ich übernehme einen. So, als nächstes müssen wir jetzt das Ventil reinigen. Das Problem ist, wenn man dieses Ventil nicht reinigt, haben wir hier zwischen dem O-Ring und dem Metall, ich sag mal, Luft. Und sobald man dann die Kette spannt, die sind erst kurzfristig dicht. Allerdings verliert die Kette dann immer ihre Spannung und man müsste immer die Kette nachspannen. Dazu verhindern, einfach ein bisschen sauber machen, dauert keine 3 Minuten. Im Idealfall nimmt man dazu auch noch ein bisschen Bremsenreiniger, sprüht das Ganze hier einmal so ein. Der Ventilsitz ist erstmal okay. Jetzt müssen wir uns hier eben einmal den Schmiernippel vom Dreck befreien.
So. Weil wir das ja hier schon so schön sauber gemacht haben, machen wir das Ganze beim Bagger auch. Bremsenreiniger. Wichtig ist hier diese Dichtfläche. Ich hoffe mal, das sieht man auf dem Video ein bisschen. Die Dichtfläche sollte fettfrei sein. So, danach setzen wir das Ventil wieder ein. Ich mache das eigentlich immer, ich nehme mir die Nuss ohne Knarre. Hat man ein bisschen mehr Gefühl, weil wenn man das Ding schief ansetzt, hat man natürlich die Show im Kasten. Ne? Also hier einfach einstecken, damit der Hand hat man am meisten Gefühl. Reinschrauben. So, wenn man mit der Hand dann nicht mehr weiterkommt und man hat einige Gewindegänge drin, muss man dann natürlich mit der Knarre einmal anziehen. Wichtig ist, nicht zu fest, dann reißt man irgendwann ab, aber gut, einmal festdrehen. Ich denke mal, das liegt im normalen menschlichen Verstand, wie man das anknallt. Ne? So, als nächsten Schritt muss man die Kette spannen. Man nimmt die Fettpresse, setzt sie hier in der Mitte an und jetzt pumpt man einfach mit der Fettpresse die Kette auf. Und man sieht ja jetzt schon, wie sich die Kette spannt. So. Die Kette sollte nicht extrem gespannt werden. Die muss immer noch ein bisschen federn. Das heißt, wenn man hier drauf tritt, muss das immer noch ein bisschen sich bewegen. Weil man kann die Kette auch mit der Fettpresse so stramm machen, dass die Kette quasi dann reißt. Also immer, dass sie noch ein bisschen wippt, dann ist das quasi schon gut. Wichtig ist, wenn man jetzt als nächstes mit dem Bagger fährt, das kann jetzt sein, dass die Kette, ich sag mal, hier nicht ganz Zahn auf Zahn liegt. Das heißt, wenn man jetzt den Bagger einmal vor und zurück fährt, könnte es sein, dass die Kette sich wieder ein bisschen gelöst hat. Deswegen, nachdem man die Kette montiert hat oder gewechselt hat, muss man auf jeden Fall einmal die Kette montieren. Nochmal nachspannen. Beziehungsweise kontrollieren. Macht jetzt ja gerade der Kollege, der fährt jetzt ein bisschen mit der Kette rum. So. Gucken wir jetzt nochmal. Jetzt hat sich die Kette schon ein bisschen gelöst, wie man sieht. Macht dann eigentlich immer, wenn man hier in der Mitte noch gut die Finger drunter kriegt, ist das in Ordnung. Also wie gesagt, nicht zu stramm spannen. Wenn man jetzt die Kettenspannung kontrolliert hat, jetzt würde ich noch ein bisschen nachspannen. Ich sag mal so 2-3 Schlag von der Fettpresse. So. Danach montiert man einfach nur noch hier dieses Schutzblech und dann ist die Kette gewechselt. Hast du noch was?